Knie. Elektroschocker auf volle Kraft! Hallöchen, ich bin's, Mr. DNS, und ich kann dir helfen. Tut mir leid, aber bis der neue Generator ausgepackt und aufgebaut ist, kommt niemand ins Raptorengehege. Oh Mann, das ist echt unser Kampf. Die Gefahr auf diese Schwüle fast wieder weg. Was fehlt dir denn noch zu deinem Glück? Bessere Wunderstückchen. Schockstab, um ihn anzuwerfen. Ach ja, was immer du tust, versuch niemals diese Teile mit der Zunge zu berühren. Elektroschocker auf volle Kraft. Wer hat die Käfigwand kaputt gemacht? Bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht komplett. Weißt du, was wir machen sollen, falls der Raptor im Kampf ist? Ja, weil du sagst, wir sollen irgendwo raufklettern, damit er uns nicht erwischt. Oh, es ist also ein richtiger Plan. Ich hätte dich ihm einfach vor die Hand geworfen und er abgehauen. Wie funktioniert diese Schalltafel noch? Muss ich meine Postleitzahl eingeben? Oh Mann! Sozialversicherungsnummer. Käfigleiter klemmt. Kann doch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Joffrey, zieh das Tor hoch! Hmm.
ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Nur noch ein bisschen. Ach, Manno, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Puh. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Bin auch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir das viel größte Vorsicht haben. Ja, auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Sechzehn Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Dr. Grant, Dr. Settler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ich gib's auf. Versuch du es mal. Oh, Vorsicht! Dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Ja, auf der Zunge. Oh, Moment, ich hab's gleich. Zerbrechliche. Das macht. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Sorry. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker.
Jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Vielleicht kann ich helfen. Fantastisch! Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Zwei Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Juhu! Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein.